mit derselben Gang an denselben Ecken, mit denselben Fressen, die Gesetze brechen, weil mich keiner wegkriegt. Brauch nur paar Gram-Shit, dazu ne Bad Bitch und ich verlass den David nicht! Ja Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Motovlog. Heute wieder mit bei Flo am Start. Und ja, gerade, was wir eben nicht aufgenommen haben, komischerweise, wir haben einen Spiegel montiert. Das sieht wirklich super beschissen aus. Also ich würde sagen, obwohl du hast ja gerade gesagt, sieht gar nicht mal so gut aus. Also hier Spiegel, ne? Make the Husqvarna legal again. Das ist das Motto heute. Und jetzt müssen wir noch diesen Kennzeichenwinkel hier gerade biegen. Das wird eine Herausforderung. Okay, du konterst? Ich. Du konterst, ja. Okay. Ja, Leute, ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum ich das mache. Ich habe ja im letzten Vlog, glaube ich, das schon angesprochen, dass ich eine Mängelkarte bekommen habe. Und ja, die war unter anderem komisch wegen dem Kennzeichenwinkel und wegen den nicht vorhandenen Blinkern und eben wegen dem nicht vorhandenen Spiegel. Und außerdem, das hat echt eingeleuchtet wegen dem Bremshebel, ne? Und deswegen wird das jetzt heute mal, das wird so der Anfang vom Legal Maken. Kann man das so sagen? Legal Maken? Maken die Husky Legal. Ne, das ist die falsche, Brudi. Welche brauchst du denn? Hast du die da unten? Ja, ja, genau. Aber Flo, erzähl mal, das war doch mega lustig. Wir haben doch noch gestern Abend telefoniert und deine DRZ, die lief ja nicht. Die war ja irgendwie, jo, die war im Arsch. Wir waren ja in der Eifel und da lief gar nichts. Da ja, aber das heißt nicht gar nichts. Also, ja, was heißt keine nicht? Leistung mehr, du hast keine Leistung. Also ich hatte in der Eifel mehr oder weniger eine 125er DRZ. Ja. Also im ersten Gang, hast du ja gesehen, nur mit richtig ziehen und so ging die in den Wheelie rein. Und irgendwann dachte ich mir, das ist halt nicht so geil, ne? Irgendwas musste ja sein. Sondern dachte ich mir, die ging auch nicht mehr an, also nur noch durch Anschieben. Und dann dachte ich mir, komm, bevor du jetzt da irgendwas groß im Arsch machst, bevor da was am Motor ist, lässt du lieber. Ja, und zu Hause angekommen, alles eingeladen, ich weiß, wir waren relativ spät zu Hause, direkt im Bett gegangen, natürlich mit so einer Fresse, weil der Moped wieder nicht läuft, ne? Hast du? Denke. Ja, also die Mutter ist draußen. Ja, erzähl weiter. Und ja, dann einen Tag später, ich glaube, wir hatten dann telefoniert, nach der Arbeit bin ich dann nochmal da hingegangen und hab mir das genau angeguckt und bin dann mal rumgegangen, habe überlegt, was das sein kann. Und dann hast du auf einmal gesagt, so ja, das muss ja irgendwie Elektrik sein, weil das kein Licht mehr geht und, ne? Ist ja nicht normal. So. Und dann habe ich auf der Arbeit nachgefragt, das hat eigentlich keinen Notstrom oder sonst was. Und ja, dann habe ich das mal so durchgecheckt und herausstellte sich, dass meine Sicherung durchgebrannt ist und die deswegen keine Leistung hat. Ja, vor allem, ich habe ja noch gesagt, so als wir vor Ort waren, weil du ja meintest beim Einschlagen, beim Lenkereinschlagen, dass da quasi dann nichts mehr ging plötzlich. So, und das hört sich halt, das hatte ich auch schon mal ein paar Mal, das hört sich so danach an, dass irgendwo was an Masse gekommen ist, so ein offenes, korrodiertes Kabel und dann zack halt aus. Weil das, ne, das hätte halt Sinn gemacht. Und Hauptsache, du checkst erst dann irgendwann abends am nächsten Tag oder so, ne? Oder keine Ahnung, dann checkst du die Sicherung. Also wenn ihr mal kurz mitkommen wollt, wenn man da vorne reinguckt, ist auch irgendwie so ein bisschen naheliegend, ne? Wo denn? Wo? Also wenn man durch das Tacho guckt, dann Alter, sieht man hier so ein bisschen den Kabelsalat. Ich will nicht mehr da reingucken. Alter, ey. Ich bin froh, dass das bei mir nicht so aussieht. Ja, Stunt halt, ne? Stunt-Life, ja. So, wenn man mal einfach Bock auf einen 125er DRZ hat, nimmt man einfach die Sicherung aus. Also ist geil. Ich find's echt krass. Überleg mal, so eine kleine Sicherung regelt quasi da den ganzen Stromfluss. Und wenn die raus ist, also die DRZ hat wirklich nur eine Sicherung. Und wenn die durch ist, dann geht nichts mehr. Null. Ja. Beim Auto habt ihr ja zum Beispiel ultra viele. Oder bei der Husky sogar. Hier sind mehr. Ich wollte gerade sagen, guck dir die SMCR an. Ja, aber es ist halt auch, ne, du hast Vergaser, das Einspritzer. Aber okay, wir labern schon wieder so viel. So, ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie biege ich das gerade? Habe ich da spezielles Werkzeug für? Also man legt das hier so hin. Ja, dann. So, also es geht eigentlich am besten zu zweit. Also ich stelle mich jetzt hier drauf, du stellst hier drauf. Ja? Warte. Okay, dann hüpfen. Guck mal, es sieht schon viel besser aus, oder? Ja. Ja, ohne Scheiß, guck mal. Alter, das ist ja wie neu.
Ja, man kann auf jeden Fall keine Cola-Dose mehr drauf abstellen. Kann man das so ein bisschen mehr wiegen hier? Oh, das hört sich gar nicht gut an. Spring drauf, Digga! Jetzt. Okay. Ich will es nicht von außen sehen. Ey, ohne Scheiß, Alter. Das sieht tipptopp aus. Alter, guck dir das mal an. Jetzt hier schön mit Aerodynamik hier, so einmal den Bogen rein. Das ist wie bei so einem LaFerrari. Ja. Ne? Ja. Okay, gut. Ja, dann machen wir das mal wieder dran, oder? Würde ich sagen. So. Tipptopp, oder? Leute, schaut euch das an. Also, ich würde sagen, ey, das sieht so gut aus. Also meine schon an und deine? Fuck, ich bin ja komplett leer. Scheiße, nee. Alter. Ja klar, ich habe nichts mehr im Tank, Alter. Guck mal hier, Alter. Ich weiß nicht, ob man das sieht, Leute, aber hier, so viel ist noch drin. Fuck, pass auf, ich mache aber einen Trick, ja? Weil das Wettbewerb ist. Nix auf die Seite. So, und jetzt habe ich immer noch so wenig drin. Fuck, Alter. Ja, die nächste Tankstelle ist ja nicht weit. Können wir hinschieben. Also, ich tritt dich an. Ah, jetzt! Nee, Digga, boah, keine Chance, Alter. So, Leute, also, es geht jetzt los. Ich hätte vielleicht in Niederzüssen an der Meile tanken sollen, ne? Oh Mann, Alter. Ja, damit können wir jetzt endlich was essen gehen. Oh. Ja, ja, klar, ich fahre ihm noch meine Karre leer. Hm? Ich wusste nicht, dass sie so leer ist. So, das ist auch unten links. Digga, das ist mega komisch. Normalerweise bin ich das gewöhnt, dass ich Leute anschiebe, aber nicht die Leute mich. Boah, Alter. Junge, 5,7 Liter. V8, ich kack ab. Okay. Wohin willst du denn? Ja, ich hab Schiss, dass du mir reinfährst! Digga, was? Alter! Alles safe! Du hast mir fast den Schoner weggezogen, Alter! Nix safe! Das ist alles eingeplant! Oh Mann, Alter! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey! Der Mike, der hat mich mal angeschoben, beziehungsweise... Also, oh, Digga! Alter, bist du... Junge! Jetzt warte mal, wo ich bin! Ich mach doch überhaupt nichts, ich geb kein Gas, bremst nicht. Ich kann ja auch kein Gas geben, Alter. Ich fess mich hier nur zum Club, obwohl der Motor noch nicht mal läuft. Junge! Alter Schwede, ey. So, jetzt hab ich hoch. Oh Mann, ey. Ich geb doch kein Gas, sagt er. Ja, Junge, ey. Oh, alles eingespieltes Team hier. Ich bleib nur mal kurz vorne an deinem Lenker hängen, ne? Alles klar. Jetzt gib mal Feuer hier. Kennst du das, wenn man an Tankstellen ist und die Säulen dann ultra lahm sind, weil einer gegenüber tankt? Ja. Ey, das finde ich so schrecklich. Aber das ist auch geil, ne? So, wenn du die Nummer vergessen hast, welche Nummer habe ich nochmal? Ja, die 2. Ja, das dachte ich gerade auch. Voll geil. Ja. Weil ich vergesse das eigentlich jedes Mal. Ey, ohne Scheiß, ich gehe immer in eine Tankstelle rein und dann, welche Nummer? Ja, da wo das Motorrad steht. Immer. Immer. So, jetzt fahren wir hier direkt geradeaus. Sie macht alles, was ich will. Ja, 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 ja. Baby, lass uns an den chillen. Ja, 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 ja. Sie ist ein nice girl. Ja, komm, wir essen ein Ice Girl. Ja. Oh, fuck. Okay, wenn wir uns beeilen, kommen wir rüber. Ja. War das jetzt illegal? Nein. Die haben ja extra dafür hier die Teile weggemacht. Echt? Boah, ist aber nett. Ja, deine Hupe hatte auch schon bessere Tage, ne? Ja, Herbie ist das. Alter, ja, ey, ohne Scheiß, das war ja bei mir damals auch noch so. Also nochmal für die, die das nicht wissen, das ist meine alte DRZ. Damit habe ich jetzt jeden Tag trainiert. Jetzt sag es doch nicht. Spoiler Alert! Ja, Digga, weißt du, woran mich das gerade erinnert mit deinem Helm? Was denn? An die Duke 125 Zeit von dir, als wir uns kennengelernt haben. Yo! Erzähl mal, wie haben wir uns kennengelernt? Das war so lustig, Alter. Ja, ich habe da damals eine 125er Duke gefahren und irgendwann kam ich dann auch in den Genuss, also als ich die Videos alle gesehen habe, damals von Quirly, von dir, von Kenny und, dachte ich mir, boah, das sieht eigentlich ganz geil aus, das willst du auch können.
hatte aber wie gesagt eine 125er Duke, was die ganze Sache so ein bisschen erschwert hat. So, und dann dachte ich irgendwann, okay, du versuchst es trotzdem, hab dann so ein bisschen angefangen. Früher, was eigentlich ziemlich peinlich ist, aber ich erzähl's halt trotzdem, weil es so war. Ich habe früher mit meiner 125er Duke so Wheelies angefangen, weil ich mir natürlich immer nur Videos von den Großen angeguckt habe, im ersten Gang zu gehen, kurz vor Drehzahlbegrenzer zu fahren und dann einfach Gas zu geben und dann direkt gezogen. Alter. So waren meine ersten Wheelie-Versuche. Weil ich hatte ja damals niemanden, der mir dabei geholfen hat oder so. Ich habe so keine Freunde gehabt damals, die 125er Führerschein gehabt hatten oder gemacht haben. Und ja, dann bin ich irgendwann zum Starwerk gekommen, habe dann so auch Connections geschlossen und alles mit den Leuten, mit denen ich gefahren bin, habe halt immer weiter geübt, irgendwann halt weiter Tutorials angeguckt und alles, dann halt geguckt, wie das mit der Kupplung funktioniert, dann halt immer weiter gemacht, immer weiter geübt. Damals hieß es dann noch mit der 125er Duke, kann man keine Wheelies machen? Ja, ist auch verdammt schwer, ne? Also muss man ja an der Stelle halt sagen. Ja, weil du einen Schwerpunkt halt ganz anders wie bei einer Supermoto hast, ne? Ja, was ich halt auch mega krass finde, dass du die hochbekommen hast. Also es ist gar nicht so untypisch, dass man eine 125er Viertakt voll in den Begrenzer orgeln muss, damit die hochgeht. Weil die hat ja echt fast keine Leistung. Also ich tue mich da immer mega schwer, wenn ich eine 125er wählen will. Also wenn es jetzt eine Viertakter ist. Ich muss da auch um einen Begrenzer und voll am Lenker reißen. Also so falsch war das vielleicht gar nicht. Ist das hier ungefähr der Ort, wo du hin wolltest? Nee. Ah, okay, sehr gut. Nice! Ja, aber an der Stelle, Brudi, muss ich echt nochmal sagen, ich bin so froh, dass wir uns kennengelernt haben, dass sich das alles so etabliert hat und wir quasi jetzt so richtige Freunde geworden sind. Ich genieße das auch richtig. So, weil irgendwie jedes Mal, wenn wir es zusammen starten, ist immer nice, macht immer Bock. Das ist so viel wert heutzutage, ohne Scheiß. Ja, vor allem Kino versuchen wir jede Woche zu machen, bei Trips und alles. Alter, es macht einfach so viel Spaß. Feiern gehen, beste Beispiel. Alter, ja, immer übel. So geil. Leute, da waren wir letztens wieder in Düsseldorf und haben da so die Sau rausgelassen. Ich meine, ich trinke ja keinen Alkohol, aber trotzdem gehe ich halt übel ab, würde ich schon behaupten. Und keine Ahnung, so zusammen sind wir irgendwie so ein richtiges Dreamteam. Ey, wir haben noch gar keinen Wheelie gemacht jetzt im Vlog. Ey, ohne Spaß, ist mir gerade auch eingefallen, aber ich wollte erstmal nicht sagen, weil wir gerade so im Gespräch waren. Voll traurig eigentlich, ne? Eigentlich schon. Aber, sollen wir mal einen kleinen Pullen? Einen kleinen Pullen mal, oder? Pullen wir mal einen kleinen. Okay, komm. Okay. Dann zieh mal hoch. Nice! Schon romantisch hier an der Ruhr lang. Ja, ne, wenn man so nach rechts guckt. Verdammt schön. Ich glaube, hier hätten wir runtergemusst. Ah, sehr gut. Ja, das ist ja. Ja, ja, oder? Warte, wir drehen eben. Also, ich glaube, da hätten oder wir. Runter. Oder war die hier? Irgendwo hier ist auf jeden Fall Sackgasse, glaube ich. Warte mal, hier ist irgendwo so ein Fußgängerweg, wo es runtergeht. Ist der weiter vorne? Sollen wir mal gucken? Ich glaube, das war da vorne, wenn. Ey, meinst du echt? Ja, hier ist ja schon die Kreuzung mit der großen Brücke da. Nee, warte hier. Ah, hier, ja. Hier rechts. Hier, da, warte. Nein, nicht hier, nicht da. Hier. Aha, okay. Ja, safe. Zum Leinenpfad. Safe. Ah, wow. Was ich hier für Spots kenne, ne? Ja, also ich glaube, den hier kenne ich auch, aber war ich noch nicht mit dem Motorrad. So, und irgendwo ist jetzt dieser, genau da ist, glaube ich, so ein Steg. Ja, aber da ist gerade Fahrtbetrieb, glaube ich, auch keiner. Ich weiß nicht, ist da ein Steg? Und da ist ein Steg, oder? Aber da hinten kommen noch mehr Stege, glaube ich. Ja? Ja, komm, wir fahren einfach mal ganz langsam. Wir tuckern hier lang. Wenn wir richtig fest dran glauben, dass wir Fahrräder sind, dann glauben die anderen das auch. Oh, aua, Alter. Die feiert's. Geil, ey. Puh. Oder mit dieser Trauerweide kann man aber auch bestimmt geile Fotos machen, ne? Was ist denn für dich genau eine Trauerweide? Ja, meinst du mit den Trauerweide, Blättern da? Die gerade hier über uns geragt hat, die ins Wasser ragt. Sag ich ja, mit den Bäumen da hinten. Ja, genau. Ja, ja, lass mal zu der Trauerweide. Oh, Fahrrad. Tu so, als wärst du ein Fahrrad, David. Okay. Tu so, als wärst du ein Fahrrad. Okay. Ich radel schon. Siehst du, guck mal, die haben uns nicht angeguckt. Die haben es nicht gemerkt, David. Die haben es nicht gemerkt. Okay, da kommt noch einer. Wieder radeln. Radeln.
Alter Radl. Komm, wir können ja nicht grüßen, so wie alle Fahrradfahrer das machen. Guck mal, zurückgegrüßen. Wir sind unsichtbar. So, jetzt müssen wir die Bikes erstmal nice placen. Wie willst du das denn jetzt haben? Davor oder daneben? Stell ruhig davor. Noch ein bisschen weiter zurück. Ein bisschen weiter zurück. Und schön an die Kante, genau. Aber nicht ins Wasser, bitte. Nicht ins Wasser? Nee. Warum nicht? Ich hab's noch nicht gewaschen. Stell dir mal vor, die wird da echt reinfallen. Das wäre so krank. Ich würde mich minimal töten. Das wäre so krank. Jetzt okay, Flo? Wunderschön hier, wunderschön. Vlogging Day! Und, ist geil geworden? Kann minimal besser, weil hier bist du ein bisschen steiler. Hier. Ja, das ist doch geil, Alter. Junge, übel geil. Junge, so geil, Alter. Richtig heftig. So. Ja, also vom Grundprinzip her sind wir dann auch fast schon beim nächsten Thema. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Wheelies zu machen? Boah. Ich glaube, das haben wir selber auch noch nie drüber geredet. Also ich meine, ich habe das schon mal irgendwo angesprochen, aber das stimmt, wir haben noch nie darüber geredet. Das war damals so, dass ich auf YouTube in der Tat Videos von Jorian Ponomarev, das ist ein französischer Stuntfahrer, mir angeschaut habe und von Chris Pfeiffer. Ne, die waren halt mega gut und ich habe mir das dann wirklich, erst habe ich mir eins angeguckt und dann habe ich mir alle Videos angeguckt und immer wieder reingezogen. Und dann irgendwann kam so der Wunsch, weil ich fand das so geil und du kennst das ja, wenn du irgendwas anschaust, egal was das jetzt ist, dann versuchst du dich immer in die Lage zu versetzen und stellst dir das Gefühl, was man dabei hätte haben können, stellst du dir vor. So, und das habe ich dann immer gemacht, ne? Und ja, keine Ahnung, das hat sich dann irgendwie etabliert. Ich habe angefangen zu üben. Erst wollte ich mit meiner ZX-10R das machen. Mit meiner Sportmaschine, aber das war halt komplett Bullshit. Ja, das meine ich ja, weil du ja früher Sportler gefahren bist, ja was vollkommen anderes, ne? Ja, also sagen wir mal so, ich habe so ein bisschen Wheelie-Videos mir angeschaut, als ich die Sportler hatte, aber da war ich immer noch mehr auf diesem Ghost Rider und hier Knieschleif-Trip. Und dann nach dem Unfall, gerade im Krankenhaus, Alter, stimmt, jetzt wo du das so sagst, gerade im Krankenhaus habe ich dann so krass und exzessiv eben diese Wheelie-Videos angeschaut und habe dann gesagt, so Alter, ohne Scheiß, ich will auch ein Wheelie können. Und habe mir dann geschworen, wenn ich wieder fit bin, wenn mein Bein zusammengewachsen ist, dann übe ich Wheelies. Und dann habe ich das auch wirklich so krass durchgezogen. Ich habe im Winter trainiert, im Winter angefangen, ich glaube im Oktober oder November. Und dann habe ich jeden Tag trainiert, bei 2 Grad, bei Minusgraden, im Schneesturm. Also solange die Straße nur irgendwie Grip hatte, bin ich mit dem Motorrad raus und bin gefahren. Das war so krank. Also gerade am Anfang absolut utopisch. Manche haben mich für verrückt erklärt. Okay, krass. Ja, obwohl, ich meine wintermäßig, ich meine, wir haben jetzt letzten Winter, der halt nicht so krass war, aber auch trainiert. Ich meine, wir sind jetzt welche von den Leuten, die halt wirklich das ganze Jahr überfahren. Ja, das stimmt. Also wir machen ja nie Pause in dem Sinne. Nein. Ich finde, also im Winter ist es halt hart, ne? So, du fährst da auf der Maschine und eigentlich geht das ja von der Temperatur her, so wenn man sich gut einpackt und Softshelljacke und so weiter, dann geht's. Ja. Aber ich habe persönlich das Problem und ich glaube auch noch viele andere, dass die Hände zum Beispiel so krass abfrieren. Ja, auf jeden also Fall. Das ist bei mir so schnell, eine Minute, wenn es draußen kalt ist und ich habe kein Gefühl mehr in den Fingern. Ne? Und keine Ahnung, das ist so ein kleines Manko so am Winter. Ja. Aber ansonsten hast du schon recht, also ich würde jetzt niemals aufhören, nur weil es kalt ist. So, dafür bin ich viel zu abhängig, viel zu süchtig vom Motorradfahren. Wie oft wir am Starweg auf und abgerannt sind, weil es uns kalt war. Ja, Alter. Nee, aber wie gesagt, das ist auch halt immer so ein Thema, weil ich meine, im Endeffekt, ne, ist das ja, ich würde schon fast sagen, eine Sportart, die halt nicht so gängig ist. Ne? Jedes Mal, wenn du Leuten davon erzählst oder sonst irgendwas, die können sich ja fast gar nichts darunter vorstellen. Ne? Halt eventuell diese Sportler oder so. Aber sowas mit einer Sumo zu machen oder so, kennen die meisten ja gar nicht. Also habe ich auf jeden Fall das Gefühl, keine Ahnung. Es ist halt ich so eine Nische, ne? Kann man sagen. Ja. Immer Action hier, immer Action. Ja, Mülheim halt, ne? Großstadt. Auf jeden. Auf jeden.
Ey, da ist doch diese Burg da vorne, ne? Ja, sollen wir da kurz halten? Ey, lass mal zu der Burg hin, auf jeden Fall. Okay. Safe, Alter. Ich will zur Burg hin. Burg, 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 Burg. I'm king of a castle. Boah, mega, das sieht ja voll cool aus. Jo. Alter. Ey, das ist ja mega geil. Hier kann man einfach reinfahren. Das gibt's ja nicht. Ja, also fahren jetzt nicht unbedingt, glaube ich, aber... Ey, das ist ja voll cool. Ja, also hier hinten haben wir noch so, jetzt so einen riesen Garten, mehr oder weniger, vom Schloss halt, ne? Ja, den kenne ich, aber ich war hier noch nie drin. War das früher mal zu? Nee. Ja, das ist teilweise geschlossen. Wir haben hier zum Beispiel mal Fotos gemacht und da war hier eine Hochzeit. Da habe ich immer für die Hochzeit geplatzt. Ja, Assis, ey. Der war voll geil. Ey, lass mal ein Foto machen, oder? Warte, wir stellen die Bikes mal... mitten rein und machen in den Hof ein Foto, oder? Ja, ja, genau da. Komm mal mit. Ich habe schon Spot. Ein Spot, 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 Spot. Spot. Ey, das sieht so cool aus. Ich finde, die Leute sind hier heute auch echt krass entspannt, ey. Ja? Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, keine Ahnung. Keine Ahnung, die Leute da vorne, die haben mir auch zum Beispiel jetzt gerade gegrüßt, haben mich angelächelt. Das ist chillig. Also irgendwie. Guck mal. Wo soll ich denn meine hinstellen? Rechts oder links neben deiner? Links. Guck mal, links. Boah, Digga, das sieht so geil aus, Alter. Ohne Scheiß. Das sieht so nice aus. Ey, so geil, Alter. David Post, go Circle Willy in Burghof. Ja! Hit me, baby, one more time. One more time. Okay, so jetzt aber. Okay, Story vorbei. Extra Combo. Auch eine scheiß Brofist dafür, Brudi. Danke. Bam. Königlich verlassen wir den Hof. Ja. Oh. Das ich dachte gerade schon, ja, ich wollte gerade sagen, so, ja, sieht er die Schienen, sieht er die Schienen? Junge! Mannequins und Cannabis, Kappa ist auf Druggy Shit. Mach mit meiner Tamba Bitch am Wochenende Panam-Trip. Kiss, bang, ist das Slang, wenn du mit mir jam. Das funktioniert nicht, wenn wir beide singen, Digga. Oh. Bei also mir kommt das Verzögern an, weißt du? Also, müssen wir uns die Parts teilen. Du machst einen Part, ich mach einen Part. Die Parts teilen, okay, dann ich fang einfach mal an und dann sag ich, und jetzt du, oder so, ja? Okay, mach. Okay. Mannequins und Cannabis, Kappa ist auf Druggy Shit. Mach mit meiner Tumblr Bitch am Wochenende Panam Trips. Kiss, bang, ist der Slang, wenn du mit mir jams. Rich as fuck, zeig mir, was du hast, zeig mir, was du nicht kennst. Und jetzt du! Mit derselben Gang, an denselben Ecken, mit denselben Fressen, die Gesetze brechen, weil mich keiner wegkriegt. Brauch nur paar Gram Shit, dazu ne Bad Bitch und ich verlass den David nicht. Woo! Ja, Mann! Geil! Alter, ey! Wie geil war das denn jetzt, ey? Junge! Also Gesangstalente definitiv nicht, aber sah geil aus, glaube ich. Scheißegal, Hauptsache wir haben Spaß. Boah, aber das war wieder richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war richtig nice. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich im Wheelie richtig singe. Also rappe. Ja, hat aber super funktioniert. Ja. Hätte ich dabei ein Wheelie gemacht, dann wäre es wieder still gewesen. Ey, weißt du, was mich richtig gewundert hat? In dem Vlog, den du mit Mike gemacht hast, ne? Ja. Da, der hat ja ein Reel gemacht und dabei geredet. Hab ich voll gewundert. Ja, mega, das oder? War, ey, ich dachte, auf einmal macht den Reel. Ich hab sogar zurückgespult, weil ich gerade nicht richtig hingeguckt hatte, weil ich nebenbei noch was anderes gemacht hatte. Und dachte ich mir, hä, der hat doch gerade hochgeholt, ungelabert. Ist ja voll krass, weil man macht das ja auch nicht so lange mit der EXC. Aber war ich echt gewundert. Ja, das war mega crazy, keine Ahnung. Ich bin echt gespannt, ne? Also wenn der dann Sumo-Satz drauf hat, wie der abgehen wird, ich glaube, das wird schon ziemlich nice werden. Dann jeden Tag, beziehungsweise fast jeden Tag trainieren und ich denke, wir kriegen da auf jeden Fall dann Ende der Saison einen dicken Schleifer hin. Ja, auf jeden Fall. Und, was ich geil fand,
ist mit der Boss Army unter seinem Foto. Das ist ja so explodiert. Ich glaube, das Video war 15 Minuten online und er hatte gleich 40 Kommentare mehr. Ey, Lava! Das ging ja so ab. Ja, ich finde das mega nice. Ohne Scheiß, an der Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an euch, ja. Ja, ihr seid die allergeilste Community, die man sich wünschen kann. Das sind so Beispiele, ne? So, das ist einfach so krass. Ich finde das so heftig, dass dann alle mitziehen. Das ist einfach so ein Zusammenhalt. Wo gibt's sowas noch heutzutage? Das ist so viel wert, ohne Scheiß. Ja, finde ich auch. Ich habe ja gerade einen Post gemacht auf meinem Account, wo ich mich einfach mal bedankt habe dafür. So, ich meine, ich habe jetzt knapp über 3000 Follower, ist halt nicht krass viel, aber trotzdem, ich kriege Nachrichten wie, yo, du machst das echt geil, ich feiere das, was du machst, mach weiter und holen sich Tipps bei mir und ich finde das so geil. Ich finde das so ein geiles Gefühl, das baut so krass auf und ohne Spaß, genau deswegen feiere ich sowas und mache es auch so ein bisschen, weil einmal für mich, um so ein bisschen so in Erinnerung festzuhalten und alles und einmal deswegen, weil es halt so krass Motivation gibt und alles, feiere das richtig. Ja, das ist auch meine Motivation, muss ich an der Stelle sagen. Also wirklich ohne Scheiß, wären die ganzen Leute nicht da und würden immer kommentieren und sagen so, Alter, wie geil, mach weiter und das gibt mir so viel, das bedeutet mir so krass viel. Und ich glaube, ohne das würde ich auch gar nicht jetzt wie aktuell jeden zweiten Tag ein Video hochladen. Weil das ist motiviert, ohne Scheiß, es motiviert mich so krass, immer wieder aufs Neue. Also ich habe es im Post rausgehauen, ich sage es hier nochmal, ey, ein riesen Dank an alle, also wirklich, ich denke mal, das sage ich für uns beide. Ja. Hä? Tschüss. Hä, Digga, was? Warte, ich komme. Hä? Und du, das klappt von der Verbindung, bleib aber da. Oh Mann, Alter. Ich höre dich echt immer noch, aber ich sehe dich nicht. Ja, ich weiß. Ja, ich komm gleich, fahr da vorne rechts. Hä, wo? Bei Subway? Bei der Ampel. Nee, bei der Ampel. Die ist aber rot, die Ampel. Okay. Hä? Nein, du kannst doch nochmal rechts ab. Ja, so, du bist halt weitergefahren. Okay, warte, lol. Oh, lol. Ja. Okay, warte, kriegen wir hin. Ich warte hier, ja? Ja, da bist du wieder. Jo, wo bist du denn? Hä, ja, hier rechts. Also da vorne. Hä? Hä? Hä, wie kommst du denn jetzt hier hin? Hä, ich guck die ganze Zeit da hinten hin. Ja, du bist ja gerade was weitergefahren. Da dachte ich fahr einmal oben rum. Oh Mann, Alter, ey, what the fuck, ey. Ich glaube, das ist noch nie passiert, dass man sich im Block verloren hat. Richtig peinlich, ohne Scheiß. Okay. Boah. Aber ey, ich würde sagen, machen wir heute Schluss, oder? Ja, ich glaube, wir drehen jetzt hier nochmal. Also fahren jetzt hier links und drehen hier und machen mal den Abschluss, oder? Oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich denke mal, es ist wieder ein gelungener Vlog geworden. Wir haben wieder viel erlebt, viel missgemacht. Ist das ein Race Start? Auf jeden Fall. So weit wie möglich nach vorne, weil der Z hat Leistung. Auf jeden Fall nicht. Weil ich ziehe mal meine Sicherung wieder raus. Ja, aber ey, die läuft, ne? Stimmt. Wenn du irgendwann mal liegen bleibst, ruf mich an, ne? Mein linker Fuß schiebt immer wieder gerne. Ja, so bin ich nicht am Anfang. Auf jeden Fall. Ich weiß, als ich Siki hier letztens angeschoben habe, das war auch so lustig einfach. Wirklich, mir macht das fast schon Spaß. Die Leute, die haben auch ein sicheres Gefühl. Nicht wie ich bei dir vorhin, als du mich zur Tankstelle geschoben hast. Ich dachte wirklich, ich muss sterben. Ohne Scheiß. Ich dachte, ich muss sterben. Alles gut. Es war so krank, Alter. So, also Leute, heute machen wir einen legalen Abschluss mit Spiegel hier am Start. Wie immer, genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht steil!